Hallo Leute und herzlich willkommen zum Ranch Simulator. Und zwar heute mal eine kurze Geschichte. Und zwar wollen wir euch mal zeigen, womit man am meisten Geld macht. Und zwar rechne ich das immer mal 40, weil in den Körben gehen meistens 40 Sachen rein, außer jetzt Wassermelonen und Kürbisse. Aber dann rechnen wir dann den Einzelpreis mal 40. Und wir haben noch was. Ich drehe mich mal um. Da steht nämlich die Rocklady vor. Da, unsere Ölquelle, die wir gefunden haben. Da, ja, die haben wir schon eingerichtet. Wir zeigen euch das auch gleich mal, wie das funktioniert. Genau. Ne? Können wir ja auch den Leuten zeigen. Wenn ja, wir ja, gut, anfangen. Auf jeden Fall müsst ihr auf solche Flecken hier achten. Das heißt, ja, die sind aber auf der Karte, obwohl es ja im Glossar steht, nicht eingezeichnet. Ihr habt 11 Locations. Wenn das Spiel lädt, mögliche Locations. 2 sind davon nur besetzt. Und da sind meist immer solche, warte, ich gehe mal eben hier einmal so kurz so rüber. Ja. Ich könnte den Wagen. Ich komme mal mit. Ich komme mit. Ja, gut. Damit ihr einmal so seht, ich meine, ich könnte euch jetzt eine Karte malen, aber das. Weil die Karte ist ja riesig, ne? Ja, die ist ja wirklich riesig. Oh, ist das ein Wolf? Ja. Oh, 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 nein. Warten Sie. Nicht geladen. Warten Sie, ich hole mal meine Knarre. Ein Wölfchen. Der kommt. Oh, ich muss nachladen. Scheiße. Au! Ich hab ihn. Oh, ein Schuss? Naja, war wohl eher 2 Schuss. Na egal, auf jeden Fall ist er weg. Boah, guck mal die Zähne an. Moment. Der zuckt noch. Der zuckt noch? Ach, guck mal die Zähne an. Zeig mal die Zähne, Junge. So, ja, also wenn wir jetzt mal hier die Straße hochgehen. Ich weiß nicht, was sie meint, aber egal, ich komme jetzt einfach mal mit. Ja, kommen Sie einfach mal mit. Ich meine, wir hätten den Wagen nehmen können. Ist wo willst du hin? Ja, die Locations zeigen. Die also, da willst du nicht bei Fuß. Ja, ist doch hier vorne. Um die oh, Kurve. Noch ein Wolf. Was? Hinter dir läuft ein Wolf. Nein, kommen Sie schnell, schießen den ab. So schnell kann ich meine Waffe nicht zücken. Danke. Ja, das ist Teamarbeit. Lassen wir auch da liegen. Kommen Sie mal ein bisschen näher, falls da noch einer kommt. Die scheinen ja an meinen Hosen gefallen. Sie riechen aber auch streng. Mann. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Warum rennst du denn so weit? Ja, ist doch nur hier vorne, warten Sie. Wir sind doch hier oben einmal hoch und dann ist das auf der linken Seite. Ich will den Leuten ja nur mal zeigen, so eine mögliche Location. Mhm. Und zwar, hier Steinschlag. Habt ihr immer hier so Steingedöns auf der Karte. Ja, toll. Wolltest du noch weiter rennen, ey? Nennen. Aber das ist ja wohl Schwachsinn jetzt. Irgendwie. Nein, ist nicht Schwachsinn. So? Da, hier, sowas hier. War doch hier, ne? Hier so Steingedöns habt ihr hier immer. Hier sowas. So solche Ebenen. Und die sind überall auf der Karte verteilt. Nämlich 11 Stück. Sowas hier. Aber aussehen muss es, jetzt laufen wir wieder zurück. Genau. Aussehen muss es nämlich wie wo da. Rennst du jetzt hin? Ja, zu dem Dings da. Ja, dann müssen wir hier hoch. Kann schon mal eine aussehen muss es aber so halt so verölt, vergubbelt. Ja, so wie ich gerade gezeigt habe. So eine Wasserpfütze. Ja, Ölpfütze halt. Wie ich gerade gezeigt habe, so muss das aussehen. Ja, wir können ja auch mal zu dem anderen Standort fahren, den wir auch schon gefunden haben. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Und können da ja mal eine Dingens aufbauen. Aber egal, es geht ja eigentlich darum, zu zeigen, womit ihr am meisten Geld macht. Jetzt genau. Denkt man natürlich, Öl, boah, da kannst du richtig Geld mitmachen. Ja, schwarzes Gold, ne, also fast. Eigentlich sollte das auch so sein. Ich glaube, die Preise an den Verkaufsstellen sind alle gleich. Du kannst praktisch genauso die Früchte und sowas alles kannst du leicht und locker auch am Baumarkt verkaufen. Denken Sie dran, hier liegt ein Wolf, ne? Ja, hier oben lag auch ein Wolf. So. Den lassen wir auch erstmal liegen, weil ja, das genau. Ist erstmal. So, ich lade jetzt mal. Verkaufen bringt ja natürlich 15, glaube ich, pro. Ja, gut, aber das ist jetzt nicht Stück. So. Naja. 15. Also die Jagd bringt es nicht großartig. Das Einzige, was es auch noch bringt, ist, wenn ihr an irgendwelchen Häusern, da sitzen immer Leute vor. Die Mission. Wenn ihr dann die Mission macht, dann könnt ihr ja noch richtig was. So, nochmal zur Ölquelle. Genau. Wir haben hier, wir brauchen immer Sprit. Deshalb ihr seht das ja so hier, ne? Anhänger ja, das sind die Ölflecken hier. Ja, da genau, könnt ihr einen Teil dann hinstellen.
Genau, so. Zu finden ist so. Dieses Teil, wenn ihr den Baudings aufmacht. Jetzt muss ich gucken. Wo war das jetzt nochmal? Ja, wir müssen selber immer gucken. Ja. Nee, da ist. Bei den drei Strichen, ja. Genau, letzte Seite. Da seht ihr die Förderanlage, die braucht 20 Zement und 20 Meter. Genau. Geht eigentlich noch. So. Ist machbar. Und damit habt ihr die dann, und dann könnt ihr die hier hinstellen. Die wird dann braucht halt nur Sprit, denkt daran, die braucht nicht viel Sprit. Reicht zum 50. Also 50 Liter, aber damit ihr nicht immer mit den Kanistern hin und her fahren müsst, würde ich euch vorschlagen, ihr kauft euch so ein Ding, den tankt da voll mit 1000 Liter und nehmt dann Kanister und dann ein oder zwei reichen ja völlig aus. Oder einer ganz reicht genau. Auch. Und dann so, könnt ihr das Ding hier voll. Der läuft von alleine, ihr seht das. 1000 Liter fördert der? Es dauert eine ganze Weile, bevor der mal 1 Liter fördert. Das heißt, ihr könnt da ruhig tagelang wegbleiben. Die genau. 1000 Liter habt ihr nicht so schnell voll. Genau, so sieht das nämlich aus. Und wenn ihr dann hier so, wie jetzt hier, 170 Liter habt, dann nehmt ihr hier so ein leeres Fässchen. Ja, warte, ich zeige euch das. Genau. Geht da hin. Na, eigentlich und kannst du hier bleiben. Hier. Zack. Und habt das Fass voll. Du musst nicht da hinten hinrennen, du kannst hier bleiben. Ja. Ich zeige euch das nochmal. Ich mach's mal hier voll. Und hier steht dann übertragen. Zack, und dann ist das Fass voll. Ja. Genau. Na, so, komm, dann nehmen wir ein Fass mit. Da machen wir, ja, ich mache das jetzt voll hier. Mhm. Und das nehmen wir jetzt mit. Und jetzt kommt nämlich die Hauptgeschichte. Genau. Jetzt zeigen wir euch nämlich das, was wir immer zeigen wollten, womit ihr euer Geld machen könnt. Genau. Sie können hinten draufstellen. Ich habe schon aufgemacht, ja, die Klappe. Ja, ich komme. So. Ich zeige euch das noch mal kurz. Wir haben auf dem Fahrzeug. Jetzt komme ich. Komm, so, zeig einmal. Da haben wir Paprika 40. Warum komme ich auf der Ladefläche nicht raus? Dann haben wir Erdbeeren 40. Genau. Wir haben eine Wassermelone, ein Kürbis. Und wir haben Tomaten 40. Wir haben Ananas 40. Wir haben Weintrauben 40. Und wir haben Kohl 40. Und einmal 50 Liter Öl. Genau. Und jetzt zeigen wir euch, wie wir zum Beispiel, wir werden nämlich gleich sehen, dass wir euch schon ein bisschen Geld gemacht haben. Und ihr seht gleich, wie ihr am schnellsten Geld macht. So, wir fahren genau. Jetzt mal, ich weiß nicht. Ich weiß schon. Ja, sie fahren einfach. Es ist am Anfang sehr, sehr mühselig. Es gab wieder ein Update. Ja, das stimmt auch. Die Unstable Branch ist auf die Live gekommen. Und die Fahrzeugphysik wurde schon ein bisschen verbessert, würde ich sagen. Das stimmt allerdings. Es läuft ein bisschen besser, schöner. So, wir fahren zu der Frau Schulz. Ja, du hättest auch hier runterfahren können. Dann wärst du in die Stadt reingekommen, dann wäre es kürzer gewesen. Ich bin ja nicht so, dass ich das nicht nachmache. Also wie gesagt, ich finde auch, dass die Fahrphysik besser geworden ist. Ein bisschen, ja, wenn sie nicht zu schnell fahren. Also er rutscht immer noch, aber er wabbelt nicht so. Was wir gleich machen, habe ich ja gesagt, wir haben in den Körben sind immer 40 Dinger drin. Hm. Und das mache ich gleich auch, wenn ihr 40 Wassermelonen oder 40 Kürbisse habt. Ja, dann zeige ich euch das. So, genau. Rechts, ne? Genau. Das rechnen wir dann mal 40. Junge. Ich glaube, wir fangen auch mit der Wassermelone und mit Dings an, ne? Ja, können wir mal gucken. Also ich glaube, die Preise sind überall gleich. Wir können auch mit dem Wagen da drauf fahren. Nee. Ich möchte das einzeln machen. Okay. Ja, aber so haben sie dann den Überblick und sehen dann direkt, wenn 40. Da, finde ich, haben sie den besseren Überblick. Ja, können wir auch machen. Okay, dann fahren sie da drauf. Na, und dann sehen sie das am Terminal direkt. Und das machen wir jetzt ganz in Ruhe. Mit einem Schlag. Aber ich glaube, ich möchte das gar nicht mit einem Schlag machen. Okay, dann machen wir es einzeln. Alles klar. So. Dann müsst ihr euch halt mal aufschreiben und. Genau, ihr könnt euch dann aufschreiben, sie legen drauf und wir gehen dann zusammen zum Terminal. Okay. Ist egal, was sie jetzt erstmal drauflegen. Ich fange mal mit der Wassermelone Richtig. An. Eine Wassermelone. Haben sie? Ja. So, da gehen wir jetzt auf Verkaufen. So, wie ihr seht, bringt eine Wassermelone. Sieben Dollar. Und wenn ich jetzt 7 mal 40 nehme, ihr meint, ihr könnt dann alle. Ja, aber ihr müsst dann 40
von den Dingern. Genau, ihr müsst 40 ernten, also habt ihr, und dann habt ihr euer Auto voll. Ja, ja. So, dann habt ihr $280. Genau. Und so, jetzt nehmen Sie bitte das nächste, die Wassermehl. Nehmen Sie das nächste bitte, nehmen Sie die weg. Also ich soll die nicht, achso, ich soll die wegnehmen, okay. Genau. Du legst sie wieder auf dem Auto, dann zeigen wir nochmal im Gesamten gleich. Ja. Achso, so, ihr seht da oben, wir haben ein bisschen Kohle gemacht, 49.000. Wie wir das gemacht haben, und das zeigen wir euch. Werdet ihr wahrscheinlich wohl gleich sehen. So, dann so, legen Sie mal den Kürbis. Wie ihr seht, 10. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das eben halt eine Geschichte ist, $10, ja, genau. Die eben halt auch sehr, sehr mühselig ist. Und wenn wir das mal 40, dann habt ihr 400. Mhm. Ja, das ist schon okay. Ist schon mal mehr als eben halt die Wassermelonen. Ne? Genau. So, und jetzt brauche ich ja nicht mehr rechnen. Jetzt seht ihr, das ja automatisch. So. Das jetzt nächste, was sie drauflegt. Paprika. Genau. Da seht ihr jetzt, da gibt es 80. Paprika gibt $2 pro Paprika. Ja. Und bei 40 sind das 80. Also lohnt sich eigentlich nicht. Wenn ihr Geld machen wollt, lohnt sich das eigentlich gar nicht. Genau. Es ist mühselig. Sehr mühselig. Es ist mühselig, weil ihr müsst ja auch, dürft ja auch nicht vergessen, ihr müsst das Ganze gießen und so weiter. Ja, ja, genau. Ihr müsst dann auch, so, jetzt kommt als nächstes die Erdbeeren. Da seht ihr, da bekommt ihr für eine Erdbeere eben halt für ein so ein Ding $4, das sind genau. 40, also 160. Genau, 160 für so einen Korb Erdbeeren. Aber wir zeigen euch das gleich nochmal komplett im Ganzen. Damit genau. Ihr sehen könnt, was da jetzt bei rauskommt und was da nicht bei rauskommt. So, dann geht's weiter mit den Tomatos. Genau. Legen sie drauf, dann sehen wir's. Genau, da seht ihr $6. Moment, ich komme zu Ihnen. Mal 40 sind $240. Genau. So, die Tomatos wieder auf den Wagen legen. Echt? Was noch? Die Ananas. Ja, genau. Ananas haben wir ja auch noch. Ananas. Da. So. Da gibt es schon wieder mehr. Da gibt es 30. Dann haben wir schon 1200 für 40. Das wäre auch noch eine Geschichte, wenn ihr meint, ihr macht das. Aber wie gesagt, ihr müsst ja Felder anlegen und sowas alles. Also müsst ihr vorher Holz haben. Das ist eben halt so also, eine Geschichte. Also, ne? Ich würde sagen, die Ananas ist auch gar nicht so schlecht. Der Vorteil bei der Ananas ist, die kommt immer wieder. Das stimmt allerdings. Ja. Also 1200 für 40 Stück ist auch ist nicht schon verkehrt. 1200, ne? Mhm. Also 30 für eine, also das macht schon Sinn irgendwo, ne? Das ist schon nicht schlecht. So, wir machen weiter. Könnte sogar sein, dass das unser Haupt... Machen Sie mal ein Ölfass, bitte. Ja. Weil man sagt ja, boah, Öl, geil. Ich meine, kann man machen nebenbei, wenn ihr da euch nichts drum kümmern wollt, außer mal ab und zu gucken, ob da Sprit noch drin ist. Dann wird sich das mit dem Öl ja wahrscheinlich auch noch lohnen. Ja. Aber wir gucken mal. Ich lege das Ölfass drauf, da sind 50 Liter drin. Genau. Aber hier stehen 50 Liter? Warum werden mir zweimal angezeigt? Das verstehe ich irgendwie auch nicht. Ja, bei mir nicht. Bei mir werden zweimal angezeigt, also ihr müsst nur einmal sehen. Sind für 500. Einen Liter, ich kenne das ja bei einer Tankstelle, da zahlt er mal für einen Liter $1. Ja. Und dementsprechend habt ihr dann für 50 Liter $500. Also das wäre vielleicht auch, dafür müsst ihr nicht allzu viel tun, ne? Mhm. Und jetzt kommt, glaube ich, das... Nee, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Okay, können Sie fast wieder runternehmen? Ja, habe ich schon. Aber wir zeigen euch gleich die Übersicht, wie gesagt. Jetzt kommt der Kohl. Ja, genau, den haben wir ja auch noch. Der geht auch ziemlich schnell. Der geht sehr schnell. Für einen eben halt 5. Wenn ihr 40 Stück habt, gibt es 200. Genau. Ja. Also der geht ziemlich hurtig, muss man ganz ehrlich sagen. Der ist wie Paprika, glaube ich, ne? Oder? Ja, ich glaube, der Kohl ging schneller. Nee, ich meine jetzt von dem vom Wert 200. Ja, okay. Aber Paprika, wie gesagt, ihr seht das gleich in der Zusammenfassung. Ja, kann man machen. So. Vielleicht müssen wir umdenken. Und jetzt kommt unser Favorit sozusagen. Richtig, genau.
So. Und damit haben wir unser Geld gemacht. Genau. Das, was ihr da oben seht. Es sind nur 800. Es sind nur 800, aber wir kriegen 20 dafür. Genau. Also jetzt müssen wir natürlich mal ausprobieren. Das, was ihr da oben seht, die Haushaltsbilanz, wir haben das alles nur mit Weintrauben gemacht. Ganz genau. Wir haben uns also wirklich tagelang hier hingesetzt und Weintrauben gemacht. Also ihr werdet gleich sehen, was wir mit tagelang und überhaupt. Nee, das will ich noch gar nicht zeigen. Ach so, das wollen Sie gar nicht. Nein, das kommt noch nicht in Frage. Also das ist jetzt nur so ein Tipp. Und jetzt bitte alles nochmal in der Übersicht. Ja. Damit ihr euch das, dann könnt ihr das Video anhalten, könnt ihr euch dann aufschreiben. Und dann wisst ihr, wie ihr am besten, aber wie gesagt, ihr müsst Holz haben, ihr müsst langsam anfangen. Ihr müsst ein bisschen roden, ehrlich gesagt. Ja, ihr müsst euer Gelände ein bisschen. Mit mehreren Leuten, weil sonst bringt das nichts. So, also alleine ist es nicht, kann man machen, aber es ist unnötig eigentlich. So jetzt zeigen wir euch mal die Übersicht. So, jetzt seht ihr die Übersicht von den Sachen. Und ich würde mal sagen, ihr könnt das jetzt, schreibt euch das auf, stoppt das Video. Schreibt euch dann auf. Da habt ihr das. Oder macht ein Foto davon. Ja, oder wie auch immer. Aber wie im Grunde würde ich es jetzt sogar sagen, Don, die Ananas. Die Ananas ist auch noch so eine Geschichte, wo man. Wir sollten mal so ein Feld mit Ananas machen. Das könnte vielleicht sehr ertragbar sein, wenn ich das jetzt so sehe. Die hatten wir gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die haben wir nicht auf dem Schirm gehabt. Die bringen ja wesentlich mehr als Weintrauben. Das stimmt allerdings. Und du kriegst. Ich hab die nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Sollen wir mal ein Feld voll mit Ananas machen? Das könnten wir machen, ja. Das wäre mal ein Versuch wert, ne? Weil die sind ja auch nicht so teuer im Einkauf. Nein. Du zahlst also ja jetzt, wo du das so sagst, die haben wir ja noch nie gehabt. Nee. Ne? Jetzt fällt uns das aber selber gerade auf. Ja, am besten mit so einem gelben Eddie die Ananas mal hervorheben, weil bei einer Weintraube. Ja gut, ihr müsst dann auch, kriegt ja immer 3 Stück dann da dabei. Mhm. Aber wie gesagt, die Ananas scheint besser zu sein. Wenn wir ein ganzes Feld voll machen, wir werden das testen. Also wir werden das auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Und wenn wir das gemacht haben, wir werden ein ganzes Feld, ach weißt du was, komm, wir zeigen das noch. Ja, komm. Komm zum Abschluss. Aber verkaufen wir eben. Ja. Ich verkaufe eben alles. Ihr seht, 3.197 gibt das alles. Also ich habe... Gut, bei mir ist doppelt, weil ja, okay, ich zweimal Öl habe. Ich nutze das aber auch. Ja. So. Zack. So, wir fahren nochmal zurück und jetzt zeigen wir euch, was wir gemacht haben. Ich nehme mal die. Vorher möchte ich aber noch den Leuten was anderes zeigen. Ja, okay. Ich nehme nur nichts dagegen. Ich fahre einfach mit. Wollen Sie dann sofort Ananas-Samen holen? Dann haben wir ich hole noch. Ich fahre sie mal runter, weil Körbe haben wir ja. Also, wir müssen auch das Fass noch einmal wegbringen. Ja. Oder wir stellen das bei uns so lange hin. Ja, ich hol mal wir noch, können das woanders hinbringen. Ich kann Ihnen gleich sagen, wo wir das hinbringen. Ich hole mal Ananas. Genau, und ich hole mal ein Körbchen. Ich glaube, das haben wir nicht auf dem Schirm gehabt. Obwohl, ihr seht das ja hier, ne? Die Weintraubensamen kosten 70 und die Ananassamen 45. Also da muss man ganz ehrlich sagen, ich kaufe mal so ein paar. Ja, kaufen Sie mal so viel Sie können. 10. 40 Stück. Wie viel? 40 Stück. Ja, reicht wohl erstmal, wenn wir... Kriegen wir ja in so einen Korb rein. Ja, gut. Ja, wenn wir ein ganzes Feld machen wollen, dann müssen wir schon einiges haben. Da haben Sie wohl recht. Und ihr seht das ja, ihr könnt nur 10 Stück jeweils kaufen. Und Felder machen wollen, dann werdet ihr gleich sehen, was wir mit Feldern machen. Ja, genau. Aber wir haben, glaube ich, noch Samen haben wir noch zu Hause, ne? Nicht viele, also da waren nicht mehr viele. Okay, wir schauen uns das an. Aber wir zeigen nur das. Ich bin aber überlegen, ob wir das wirklich machen sollen. Okay. Ich weiß nicht. Ja. Wir spoilern dann ziemlich weit in die nächste Folge. Ich will das gar nicht. Ja gut, dann machen wir es nicht. Nein. Wir bringen es dann fast noch weg. Nein, ich wollte euch noch was anderes zeigen. Das machen wir vorher und dann haben wir das Fass auch weg. Wir wollen nämlich die andere Ölquelle mit euch mal erschließen. Geben Sie mal her, ich packe schon mal im Auto den Korb. Ja. Können Sie schon mal reinsetzen. Ja. Dann fahren wir mal eben das Fass noch wegbringen. Genau. Aber wir zeigen euch noch eben die andere Quelle. Und die werden wir auch eben erschließen. Aber hier kriegen Sie kein Metall und kein Zement, ne? Nee. Kriegen wir das noch aufs Auto? Ja, ne? Ja, wenn wir dann alles vernünftig hinstellen, ja.
Gut, dann holen wir das. Aber wollen mal Sie die auch noch erschließen? Ja, ja, klar. Warum das denn? Was läuft, läuft. Ja, aber da müssen sie auch wieder Benzin. Nein, wir machen das. Ist doch shit. Da müssen sie auch wieder Benzin hinstellen ja, und alle. Dann machen wir das. Wir fahren jetzt eh zum Baumarkt. Dann wird die Folge mal 30 Minuten. Ihr wolltet ja so längere Folgen haben. Na gut. Dann erschließen wir die auch noch. Aber dann seht ihr einmal. Das kann bei euch aber anders sein. Genau, die Standorte können wirklich anders sein. Es gibt 11 Standorte, ihr müsst einfach die Karte abfahren. Diese 11 Standorte habt ihr gesehen, hier bei der Frau Schulz sind auch 2 Standorte, die möglich sein könnten. Also soll ich jetzt auch einen Spritanhänger holen? Ja, dann müssen wir wieder tanken. Oh, ja, müssen wir sowieso. Ach so, ja. Du musst ja eh dahin. Ja, nee, hol mal 3 Kanister, die reichen. Ja, die sind doch leer. Ja, die fahren wir zum Tanken, Mann. Wo? Ach so, an der Tankstelle? Ja. Ah, ich verstehe. Ja, warten Sie. So, was brauchen wir denn? Metall? Aber eigentlich haben wir, na, ist egal. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 20 von jedem. 20 von jedem? 20 Zement, 20 Metall. Okay, dann nehme ich hiervon. Ich guck nochmal. 1, 2, 3, 4 Säcke. 20 Zement, 20 Metall. 20 Metallos und 3 Kanister? Ja. So. So. Dann sammeln wir. Jetzt müssen wir das nur eben vernünftig auf dem Auto packen. Machen Sie mal Platz. Ja, hab ich schon. Dann nehmen wir jetzt erst das Metall. Erst Metall. Erst Metall, okay. Naja, wir legen erst das Metall hier drauf. 1. Dann kommt. Ach so, haben sie das jetzt gelegt. Kommen ja, komm, dann packen sie ein, ich sammle ihn ja, ja. zusammen. Machen sie mal ruhig. Dann bringen wir das Ding in den Weg. Na. 2. Schon wieder dunkel. Ja, ja, ist ja auch schon 19 Uhr, oder was? Wir müssen uns eben beeilen, würde ich mal sagen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, tanken wir schnell voll. Die Kanister gehen ja eigentlich relativ zügig. So, Kanister können wir eventuell da noch oben drauf, aber sie gucken mal. Geben Sie mal die Kanister her. Die können wir oben aufs Dach noch stellen? Nein, die passen hier drauf. Ja, kein Problem. So dann würde ich die auch da stellen, genau. Ich habe das ja drauf hier. Okay. Okay. Dann mal los. Es wird nämlich dunkel. Ja, ich weiß. So, wir bringen das Fass erst weg? Nein. Das Fass brauchen wir für die neue Ölquelle. Ach so. Ja, die stellen wir sofort bei der neuen Ölquelle hin. Ja, wir müssen Sprit haben. Dann fahren wir jetzt. Wir fahren jetzt tanken. Bei der Frau Anke tanken wir ja. Wie schön das aber auch aussieht, ne? Ja, wenn ja. So die Sonne untergeht, dieses letzte Glühen der Berge. Ach, herrlich. Ja, die Physik hat sich verändert. Ja, der Ei hat nicht mehr, der ist vorher rumgeschleudert wie sonst was. Ja, ja, ja. So, ich mache eben schnell die Kanister voll. Fahren Sie mal weiter vor, dann kann ich die direkt am Auto voll tanken. Gut, bleiben Sie stehen. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil dunkel wird. Schon mal Licht anmachen. Her damit. Einmal da rein. Tanken beginnen. Tak, 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 tak. Und wie gesagt, da kostet mal 1 Liter 1 Euro. Ihr seht an der Zapfsäule. 30, 40, fertig. 40. Nächste. Geht da nur 40 Liter rein? Ne, das ist 50. Oder? Ne, zeigt 40 an. Ah, ne, 50. Warte mal. Nee, 40. Nächste. Ja. Der ist auch voll. Und den letzten Liter. Noch. Das Fass ist 50. Der Kanister ist 40 Liter. Oh, wird dunkel. Ja, ja, ich habe schon Licht angemacht. 20. Aber zack, wir nehmen euch eben noch mit. Zack. Wir machen noch eben. Okay. Kann losgehen. Jawohl. Wir fahren mal zu der anderen Ölquelle. Ja, ihr seht selber, hier so im Dunkeln ist das ein bisschen kriselig mit der Unreal Engine.
Ja, das stimmt allerdings. Wenn ihr aufs Licht, oh, aufs Licht irgendwie mit Lumen zu tun oder so, keine Ahnung. Ja, vielleicht habt ihr da noch einen Tipp für uns, wie man da noch besser hinkriegt. Ja, das stimmt allerdings. Ich wollte doch hier rein. So, wir gucken mal eben, ob wir das noch eben hinkriegen. Bin ein bisschen nachtblind, Herr Hoxton. Ja, ich auch. Ich kann das gar nicht richtig sehen hier. Es kriselt hier so. Ja, ich sehe es. Es sieht aus, als ob es regnet, ne? So ein bisschen jetzt rechts, so, jetzt, ne? Jetzt fahren wir hier rechts. Ah! Es regnet. Ich fange auch noch an zu regnen. Weiter, weiter, weiter. Unwetter nachts. Boah, ist das dunkel, Leute. Ja, wir haben auch die Gamma ganz runtergestellt. Oh. Ja, super. Jetzt fahren wir nur im Regen und bauen die Ölquelle auf. Alter, und jetzt noch Blitz, Donner, so. Hier müsste das sein, ne? Oder? Na, irgendwo. Ich weiß es nicht. Fahren Sie mal da irgendwo rein. Warte mal. Ich guck mal. Eigentlich war das hier oben. Oder war es doch weiter unten? Nee, weiter oben noch. Boah, jetzt sind wir natürlich völlig, ey. Jetzt muss er natürlich auch so ein Wetter hier herrschen. Was eine Scheiße. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Dann ist halt wohl noch das Stückchen hoch da. Kommen wir gar nicht hoch. Was ist hier los? Da. Was? Wo ist die denn jetzt? War die hier? Hier ist sie. Ja. So, so. Da seht ihr. Da ist es. Schwabbelige Ölquelle hier. So, komm, stellen Sie hin. Ich stell hin. Mach schon mal meine Lampe hier an. Man sieht hier nichts, wenn man die Lampe anhabt. Ja. So, ich stell hin. Ja, stellen Sie hin, bitte. Können wir den auch drehen, so ein bisschen? Ja, so, dass wir ein bisschen rankommen, ne? Ja, geht nur in die Richtung. So, steht. So, warte, ich hol Sprit. Ah, nee. Dann glaube ich mal. Erstmal Metallus, ne? Genau. Warte mal, ich nehme mal den Kanister und stelle ihn schon mal da hinten hin. Können wir das schon mal hier. Ne, stopp, das war verarmt. Kanister hier hin. Wie bauen die eben auf? Ja, Metallus, zack. Kanister stelle ich hier hin. Warum haben sie so viel Metall gebraucht? Haben sie gar nicht. Okay. Mal 10 nur, ne? Naja, richtig. 2. Kanister steht auch hier, ausgerechnet im Regen, jetzt und im Dunkeln. Ja. Und ihr seht kaum was. Ah, Kamerad. 1. Aber es ist wieder dieser Vorführeffekt. Naja, wie immer. Und wie gesagt, beim nächsten Mal seht ihr dann auch mal ein bisschen mehr von unserer Ranch. Zack. Und wie gesagt, wir haben es mit Weintrauben gemacht, aber werden jetzt. Ich tanke voll. Ah, da steht sie. Jetzt dankt der Hoxton. Zack, da geht er rein, seht ihr? Müsst ihr dann auch wirklich mit dem Kanister machen, auch wenn ihr den Anhänger mitnimmt. Das stimmt allerdings. Kanister nehmen, witzigerweise. Haben sie das Fass schon abgeladen? Oh oh. So, 50 Liter sind 50 Liter, da können sie ihren Kopf schalten. Ja. Schalten sie ich an. Kann jetzt einschalten. Ich schalte ein. Ja, und sie und läuft. Sie läuft. So, ich stelle das Fass dahin. Und ihr seht selber, da geht nicht mal eben wupp, das Ding hoch. Ja, Fass steht auch. Na, das fängt hier ganz langsam an. Also ich weiß gar nicht. Jetzt ich nehme den leeren Kanister aber wieder mit. Dann müssen wir öfters mal hier hinfahren. Ne? Vielleicht, ja, ja. Vielleicht könnt ihr, wir können noch einen Kanister reinhauen, damit die wirklich voll ist. Und ja, warum ist doch voll? Nö, 40 von 50. Ja, dann mache ich noch einen. Aber dann da passen nur noch 10 Liter rein. Ja, ja. So, jetzt. Tankt da gerade voll und ihr seht selber, die läuft jetzt und läuft jetzt und läuft jetzt und ihr habt noch nicht mal 0,01 Liter oder 1 Liter. Noch gar nichts. Na? So, auf jeden es Fall dauert läuft's. Also wirklich, aber es kommt. Jo, es hört auf zu regnen, das ist sehr gut. Ja. Da, 1 Liter habt ihr jetzt. Jetzt habt ihr 1 Liter, so lange braucht das. Deshalb, aber ihr seht, wie die arbeitet. Jetzt haben wir beide Ölquellen, ihr habt jetzt beide gesehen, aber ihr müsstet auf eurer Karte. Wenn ihr das macht, am besten mit mehreren, wie die Rocklady schon gesagt hat, wäre es einfacher, wenn ihr eben halt schaut. Ich mache jetzt aber noch mal ein schönes Bild. Ja, ich packe den Kanister schon mal aufs Auto. Von dieser schönen Ölquelle habe ich gemacht.
Ja, und dann würde ich mal sagen, Leute, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ihr bekommt den, ich mache jetzt mal ein Licht aus, weil es hell genug. Also Ananas, merken wir. Richtig, uns genau. Mal. Immer Ananas. Wer einer, die Ananas macht, dann bin ich das so. Okay. Okay, Leute, also macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.